Einen wunderschönen guten Tag hier aus Dortmund. Und heute mal was ganz anderes, was ganz Besonderes. Ich treffe mich mit einem kriminellen Subjekt namens Eva Ihnenfeld. Hallo Eva. Hallo, wie schön, dass ich hier auf Bewegung nochmal sein darf. Ich glaube, wir müssen die Geschichte ganz von Anfang an erzählen. Manche haben es vielleicht mitbekommen, aber es ist eine total spannende Geschichte. Irgendwann stehen vier Polizisten vor deiner Haustür. Was ist passiert? Ja, also erstmal wusste ich natürlich überhaupt nicht, was passiert war. Ich bin ja wie immer aufgestanden und wollte gemütlich frühstücken, als es dann so kurz nach acht erst schellte, dann klopfte und das war schon etwas verwunderlich um die Uhrzeit. Und wie ich dann eben gucken ging, hörte ich schon unten lauter Stimmen, also anscheinend waren auch meine Nachbarn aufgeschreckt. Ja, und dann kamen eben vier Leute die Treppe hoch. Drei Männer, eine Frau, und die stellten sich dann vor als Polizei und haben mir dann sehr eindrücklich und ernsthaft zu verstehen gegeben, dass ich sie auf jeden Fall in die Wohnung lassen müsste, weil sie hätten einen Hausdurchsuchungsbefehl. Jo, so fing das an. Du warst überrascht, also du machst nicht nebenbei irgendwie einen Menschenhändlerring oder irgendwie sowas? Ich habe so überlegt, also das ist so lustig, was einem da so durch den Kopf geht in so einem Moment. Ich habe echt gedacht, hast du irgendwie einen umgebracht? Du musst da irgendwas getan haben, weil ich gucke ja auch immer Tatort und dann weiß man ja, Hausdurchsuchungsbeschlüsse sind ja wahnsinnig schwer zu bekommen. Also da sind die armen Polizisten ja bei Mördern immer oft ganz verzweifelt, weil eben die Richter sich immer so anstellen. Also musste es ja irgendein wichtiges Kapitalverbrechen sein. Mit Falschparken konnte das ja nun nichts zu tun haben. Außerdem parke ich nicht falsch. Um wie viel Uhr war das? 7:50. Ich im Bademantel. Zeitgleich. Ja, genau. Du bist Unternehmerin in deinem Unternehmen ebenfalls. In meiner Redaktion. In deiner Redaktion, Jux. Okay. Ich bin ja Gott sei Dank auch Mitglied beim DJV, beim Deutschen Journalistenverband, habe also irgendwo einen anerkannten Status als Journalistin. Und von daher ist es nochmal eine besondere kleine Anekdote oder Spitze, dass eben tatsächlich auch hier in den Geschäftsräumen, die gleichzeitig Redaktion sind, eben auch eine Durchsuchung stattgefunden hat. Ja. Jetzt fragen sich alle, was hat die Frau verbrochen? Ja, was habe ich verbrochen? Oute dich, was ist ja passiert? Ja, ich oute mich. Ich, wie gesagt, Redaktion. Ich habe seit 2007 einen Blog oder in der Zwischenzeit hat es sich zum Online-Magazin gemausert. Und da hatte ich vor einem Jahr einen spaßigen Artikel geschrieben, einen Beitrag. Und zwar hatte ich zum Geburtstag über Groupon als Schnäppchen einen Doktortitel, Dr. H.C. Ministry of MLDC, glaube ich, einer Kirche in den USA geschenkt bekommen. Und da hatte ich dann drüber gebloggt. Ich habe dann ganz viel recherchiert, habe dann auch Beiträge im Fokus, in der Bild, Kieler Nachrichten und einigen in der Wirtschaftswoche gefunden. Das war im März. Am 3. März hatte ich Geburtstag und genau um diese Zeit war dieses Schnäppchen. Und da hatten viele Zeitungen auch berichtet, oh, wir haben uns auch einen Doktor gekauft. Mensch, könnt ihr ruhig alle machen. Kann man auch auf eine Visitenkarte eintragen lassen. Man muss nur genau schreiben, dass es eben kirchlicher Titel von dieser Kirche aus den USA ist. Aber dann ist es auch legal. Also gerade der Fokus, der hat so richtig einen Jux draus gemacht, da war ja auch diese Gutenberg-Geschichte noch relativ frisch und wir haben eben alle in Deutschland, ganz Deutschland hatte sich ja damals Gedanken gemacht über Doktor, was ist das überhaupt und was soll das alles. Ja, und da hatte ich eben so einen Beitrag geschrieben, auch dass ich mich da eben jetzt mit Dr. H.C. Gauck, unserem Bundespräsidenten, Dr. H.C. Maschmeyer, Dr. H.C. Thierse ja jetzt auf einer Stufe befinde. Und dass ich dieser Kirche wirklich meinen Dank ausspreche, mich auf so nette Art jetzt irgendwie dermaßen zu adeln. Ja, das war's. Unterschrieben aber wieder mit meinem normalen Namen. Ich habe darunter wieder meinen ganz normalen Namen geschrieben. Also ich habe den Titel nicht geführt. Das habe ich dann gebraucht, bis ich kapiert habe, dass es darum ging. Und dann konnte ich aber, als ich diesen Beschluss dann gelesen habe, die haben mir den ja gegeben, konnte ich den dann anhand dieser Worte dann erkennen. Ach, das meinen die, darum sind die hier, wegen einem Blogbeitrag. Es ist witzig.
Aber es ist, glaube ich, gar nicht so witzig. Nein, wie ist das eigentlich? Wie ist das, wenn man da morgens im Morgenmantel dasteht und dann kommen 4 Polizisten in die Wohnung rein? Ich habe in der Zwischenzeit, dadurch, dass ich das ja so öffentlich gemacht habe, eben viele Zuschriften erhalten von anderen, denen das Gleiche passiert ist, auch am gleichen Tag, am selben Tag. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich da, glaube ich, ein bisschen so eine Ausnahme bilde, weil ich bin als Kind zwischen Gericht und Polizei aufgewachsen. Mein Papa hat am Amtsgericht gearbeitet. Für mich ist das, also ich hatte überhaupt nicht eine Sekunde irgendwie Angst oder so. Ich, ehrlich gesagt, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich mag Polizisten. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin auch froh, dass es die gibt. Aber für die allermeisten Menschen, die mich eben auch kontaktiert haben, war das also richtig traumatisierend. Die sind richtig, einer hat dadurch beruflich auch total Probleme bekommen, weil er eben auch die beruflichen Räume durchsucht wurden und er dadurch einen riesen Kunden verloren hat als Straftäter. Mir ist dann auch hinterher erstmal bewusst geworden, wie man als, wenn man strafrechtlich verfolgt wird oder wenn ermittelt wird, was das für ein anderes Gebiet ist als im Zivilrechtlichen. Sobald man eben strafrechtlich irgendwie in den Fokus gerät, ist man sozusagen schon ein nicht mehr so vertrauenswürdiges Subjekt. Also auch dann in diesem Bericht, den ich ja jetzt gelesen habe, steht zum Beispiel, die Wohnung war sozial angemessen und machte einen sauberen Eindruck. Also allein schon, ne, so, okay, was sollen sie sonst schreiben? Aber man spürt einfach daran, dass man wirklich plötzlich zu einer anderen Personengruppe gehört. Und ich selbst habe keine Angst, weil ich bin selbstständig. Ich habe keinen über mir. Ich habe keine Chefs. Ich habe keine Probleme. Gut, in meiner Familie hat es dann Probleme gegeben, weil es dann tatsächlich Sorge gegeben hat bei 2 Familienmitgliedern, dass ihre akademischen Titel jetzt durch mich Schaden erleiden könnten. Also da schon, aber das war dann nicht ganz so schlimm für mich. Aber für viele Leute, die ja in ganz anderen Zusammenhängen stecken, in ganz anderen Verbindlichkeiten, ist das richtig, richtig bedrohlich. Meine Nachbarn, einer hat mir gesagt, dass dadurch eben er total Probleme in seiner Nachbarschaft bekommen hat. Wie gesagt, die Polizei hat meine Nachbarn befragt. Meine Nachbarn, die, das war nicht schlimm, aber bei anderen Nachbarn kann sowas wirklich richtig, ne? Wie, wenn man Kinder hat. Hast du Schätzungen, wie oft das passiert ist? 100 Mal. Ja. Ja. Und alles auch wohl zeitgleich. Ne? Wir haben ja jetzt die Akte eingesehen, die übrigens so dick ist. 200 Seiten sind das bestimmt. Wegen einem Blogbeitrag. Das war also eine richtige Massen. Ich finde das ja spannend, dass man mit sowas irgendwie 800 Polizisten beschäftigen kann, gleichzeitig mit sowas. Wie geht es jetzt weiter? Droht dir irgendwas oder? Ja, also die, die mir eben jetzt auch Bescheid gegeben haben, die anderen durchsuchten, ich habe jetzt vielleicht so zu 10 bisher Kontakt, ich hoffe es werden mehr, die haben also mir geschrieben oder angerufen, dass sie jetzt einen Brief bekommen haben von der Staatsanwaltschaft, das Verfahren würde eingestellt, wenn sie zwischen 600 und 900 Euro, beim einen so, beim anderen so, an irgendwelche Organisationen zahlen, zum Beispiel Telefonseelsorge Lübeck. Da habe ich noch gesagt, ich rufe die Frau an, diese Pastorin. Das kann doch nicht sein, dass sie dieses Geld annimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich bereichern will mit der Telefonseelsorge an Geld, dass eben wirklich da Menschen abgeknöpft wurde, die eben wirklich eingeschüchtert wurden und deshalb bezahlen, aus Angst, aus Einschüchterung. Hallo, wo leben wir denn? Sie haben ja nichts Böses gemacht. Du bist ja jetzt nicht irgendwie so eine Bonti, Steinewerferin aus... Nicht mehr. Also, wenn man dich hier kennenlernt in deinem Umfeld, denkt man, das ist eine aus der bürgerlichen Mitte. Wie die Polizei auch schreibt, räumt ihr Haus auf und so, ist alles gut. Was sagt das über uns mit unseren Grundrechten im Moment aus, erstens, und zweitens, ist das jetzt vielleicht mal ein gutes Beispiel, um aufzuzeigen, wie vielleicht andere, mit denen man eigentlich normalerweise nicht in Verbindung kommt, wie viele Repressalien die eigentlich erleiden? Ja, ja. Ich habe mir richtig auch schon Gedanken gemacht, ob man mal so, nur es gibt schon so viele Sammelbecken, braucht man jetzt noch ein neues, dass man wirklich so online Sammelbecken schaffen könnte, wo eben diese ganzen armen Menschen, die wirklich auch isoliert mit solchen Sachen klarkommen müssen und eben, wie gesagt, verängstigt zahlen. Einer zum Beispiel hatte mich angerufen, der gerade seine Steuerberaterprüfung macht und der sagt, also ich zahle das jetzt lieber,
als dass ich da womöglich Gefahr laufe, noch vorbestraft zu sein. Der hatte den Fehler gemacht, dass er bei im Xing-Profil unten eingescannt eben dieses Zertifikat da, diesen Titel eben als Auszeichnung eingetragen hatte. Das, also da steht alles drauf, Kirche, alles. Er hat niemals sich jetzt irgendwie einen Doktortitel angeeignet und den geführt. Aber na, wie gesagt, und wenn man das möglich machen würde, ich würde mich wirklich freuen, zum Beispiel wenn man mir diese Beschlüsse zuschickt per E-Mail oder von mir aus per Fax, dass man mal auch beweisen kann, da sind wirklich, da hat ein Richter gesessen, hat ein Packen mit 100 vorgedruckten Formularen, Hausdurchsuchung, ich meine, wir reden von Hausdurchsuchung. Wo war das? Und hat da immer unterschrieben, Entschuldigung, eins nach dem anderen unterschrieben und noch nicht mal geguckt, ob da jetzt irgendwie, ne, er konnte, bei mir stand zum Beispiel einfach Beweislage Steady News. Ich habe 3000 Artikel in Steady News. Der hat mit Sicherheit sich nicht hingesetzt und gesagt, Steady News, und im Internet dann gesucht, was das wohl dann gewesen sein mochte. Der hat unterschrieben. Bei mir war ja das Datum sogar, ich weiß nicht mehr den Monat, aber vom Jahr 1203 oder so, irgend so ein Blödsinn, das hat er gar nicht gemerkt, der hat irgendwie unterschrieben. Und wenn man diese Beschlüsse hätte, wenn man auch nur 10 Stück davon hätte, dann könnte man zumindest nachweisen, dass es tatsächlich hier um bei einer Hausdurchsuchung um so ein Massenformular sich handelt. Und mein Anwalt zumindest kann sich nicht vorstellen, dass das eben irgendwie nach unseren Rechtslagen eben möglich ist, Massenhausdurchsuchungen anzuordnen. Schöne neue Welt. Ein Aufruf. Das heißt, alle, die jetzt ebenfalls betroffen sind. Alle Dr. HCs, bitte ruhig, ihr nervt mich nicht. Ihr dürft euch ruhig an mich wenden. Mailadresse können wir einblenden. Genau. Ja, super. Und dann. Ja, dann bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich werde ganz sicher nochmal kommen zum Kaffee, wenn da jetzt ein bisschen was vorbereitet ist. Und ich würde das so gerne mitverfolgen. Ich finde, neben der Geschichte, die jetzt schon sehr spannend ist und sehr viel aufzeigt, zeigt es vor allem auf, dass wahrscheinlich noch in so vielen anderen Bereichen so viel im Argen liegt und wir als Bürger gar nicht spüren, was im Moment eigentlich mit den Grundrechten gemacht wird. Also Richtervorbehalt, so heißt das bei Hausdurchsuchungen, ist so langsam, glaube ich, wirklich einfach Schnee von gestern. Ich glaube, unser Grundgesetz ist so langsam sowas wie die 10 Gebote. Kann man sich an eine Wand hängen und dran glauben. Das war's. Gut, danke schön. Ich habe immer drei Begriffe, die ich in den Raum stelle und bitte um kurze Assoziation. Psychologie. Wie du es auch anwenden magst. Menschenrechte. Das heiligste, wunderbarste und freieste und das, worin ich am meisten verliebt bin auf der ganzen Welt. Angst. Ein guter Seismograf, damit man wie ein Hund schnüffeln kann, wo es gut ist und wo man hingeht und wo es schlecht ist und wo man weggeht. Hoffnung. Kann ich überhaupt nicht leiden. Ich bin extrem optimistisch und ich denke, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und Hoffnung hat für mich immer irgendwie so was Passives. Ist nicht mein Ding. Okay, vielen lieben herzlichen Dank für nicht nur den Kaffee. Ich habe heute zum zweiten Mal Kuchen serviert bekommen bei einem Termin. Einmal war es ein Jesuitenpadre und jetzt sogar Mohnkuchen, den liebe ich am meisten. Dankeschön auch dafür. Danke. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist einer der Gründer von Fairnopoly, einem Marktplatz, in dem es fair zugehen soll. Bin sehr gespannt darauf. Das ist ein weiteres gutes, erfolgreiches Start-Next-Projekt nach dem Störsender, den ich bei einer der letzten Folgen vorgestellt habe. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.